bei wieder Corona feststand und die Läden geschlossen waren, waren sehr große Einbußen. Die ersten 14 Tage lief nichts. Wir hatten ja wohl die Werkstatt geöffnet, aber war auch so gut wie nichts. Alle hatten Angst, kamen nicht raus und ja, war Totenstille. Danach lief es mit den Reparaturen wieder normal an und seitdem die Läden wieder geöffnet sind, ist ein Run. Die Kunden kaufen eigentlich alles, von ganz, ganz preiswert, von gebraucht bis hochwertige Räder, Dreiräder, Liegeräder, Tandemräder, durch die Bank alles. Können Sie mal beschreiben, wie sich der Alltag hier so verändert hat mit den Hygienebestimmungen auch? Haben wir von Anfang an gemacht. Ich trage schon über 4 Wochen Mundschutz und das hat sich sehr schnell als Erfolg erwiesen. Sogar kleine Kinder können damit umgehen, ziehen die Ärmchen hoch und sagen, oh, bitte desinfizieren. Es gibt ein paar, die sich aufregen, aber es gibt klare Kante und fertig. Die kommen da nicht rein, ne? Und dann begreifen sie es. Beim ersten Mal nicht, aber beim zweiten Mal. Und ist dann auch Verständnis da. Wenn sie etwas überlegt haben, dann haben die Kunden auch Verständnis dafür. An der frischen Luft fahren mit dem Fahrrad ist optimal. Abstand kann man mit Fahrrad einhalten. Das funktioniert alles.